Hey ihr Kaffeesüchtigen, ich bin der Bruger und das sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Leary Cabbage 8, Blue Fire 486, Broken X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Jewel Buck, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Cardi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Simon Kaiser, Surly Solotte, The Phoenix, Torf Erde, TWD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. Ja, und das Jörn-Horrorspiel ist jetzt auch mit Facecam, liebe Leute. Neues Chillers Art Game, man hat es vielleicht unten links gesehen. Und auch hier ganz unauffällig nochmal das Chillers Coffee Café. Sehr schön, finde ich ja. Ja, Chillers Art macht immer so sehr belanglose Gruselspiele. Zumindest für mein Empfinden ist jetzt so japanische Folklore, vielleicht so ein bisschen die Urängste der Japaner werden da so ein bisschen wiedergespiegelt. Ich habe keine Ahnung, aber mir gefällt's. Ich spiele es total gerne. Und jetzt auch endlich mal wieder ein Horrorspiel, ist ja lange her. Ja, Horizon ist jetzt fast durch, sage ich nur. Also es kommt jetzt jeden zweiten Tag noch ein Part. Bis Part 40 geht das und dann haben wir es. Und deswegen werde ich jetzt nach Elden Ring abends dann immer ein Horrorspiel noch mit einbauen zu versuchen. Ich werde es wohl nicht jeden Abend schaffen, aber naja. Oh nein, ich komme zu spät zur Arbeit. Ich sollte jetzt eigentlich schon auf dem Weg sein. Aha, ist aber blöd. Jetzt gucken wir uns erstmal in Ruhe hier um. Oh, sogar eine Klimaanlage. Mann, Mann, Mann. Das ist ein Chinchilla. Oh. Ja, ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen, aber da waren es irgendwie nur 10 Frames. Jetzt habe ich mal V-Sync eingestellt. Ich hoffe, es geht jetzt. Viele Klamotten hast du ja auch nicht, ne? Oh, guck mal. Das ist voll praktisch. Ich meine, es ist halt winzig da oben, dieser Schlafteil, aber generell, die Wohnung ist auch sehr klein, aber ich schätze mal für eine Person. Sieht aus wie ein Hotelzimmer hier. Och, die Füße, ey. Ich könnte mich da... Guck mal. Da kannst du nicht mit zu einer Tür kacken gehen. Da, vor allem ist ja auch kein Fenster. Finde ich gruselig. Stell dir mal vor, du kommst mit den Knien an die Tür hier. Und das ist mehr so eine Sitzbadewanne. Da haben sie ja, glaube ich, alle, ne? Also, die mögen es halt, glaube ich, sehr kuschelig, die Japaner. Beziehungsweise vom Platz her geht es auch nicht anders, manchmal in Großstädten. Wie geht's euch damit? Findet ihr sowas okay? Könntet ihr da mit klarkommen? Also mir wäre es zu klein, tut mir leid. Ich könnte da nicht leben, glaube ich. Das wäre mir, ich würde da klaustrophobische Anfälle kriegen. Hell, das noch überall ist. Ja, die Japaner, ne? Arbeiten bis spät. Die haben da, glaube ich, auch ein bisschen Bock drauf. Nicht alle, aber man hört es ja so, dass es also die gesellschaftliche Konvention ist, zu arbeiten bis blöde. Und dann mit den Kollegen noch was zu machen. Und wenn der Chef sagt, du kommst jetzt noch mit einen trinken, du sagst nö, dann ist nicht so gut, glaube ich. Habe ich schon mal öfter gehört. Alles glänzt. Aber ihr seht es ja, das ist halt der typische Look. Ich habe mir den VHS-Filter ausgestellt. Was? War das meins? War das mein Handy? Nee, hört jemand Musik? Das Handy von jemandem. Das Handy von jemandem. Ist das dunkel, ne? Ich habe halt wirklich die Helligkeit so hoch, wie es geht. Also nicht ganz. Ich habe es, glaube ich, von auf minus 40 und ich habe es auf plus 20 oder plus 10, ich weiß nicht. Willst du das auch nicht zu hell machen, dann sieht das auch wieder nicht schön aus. Es sieht aus wie Night Delivery, das andere Spiel von Chillers Art. Oh, da sitzt so ein creepy Dude. Ich mach mal ein bisschen heller. Ja, guck. Nee, er hat sich schon wieder zurückgesetzt. Was soll das? So. Jetzt ist gut, oder? Es ist halt immer noch dunkel, aber es ist auch das Hellste, was man einstellen kann. Ja, das geht. In der Vorschau ist okay. Jetzt sehe ich ihn auch viel besser. Guck, wie creepy der aussieht. Er sucht noch etwas. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, suchen Sie etwas? Ich habe das hier gefunden. Her damit.
Och, gruseliger Kerl. Gruseliger Kerl. Ich muss zur Arbeit, aber ich weiß nicht wohin. Das ist so leer und so still alles hier. Hier muss ich gerade nicht durch, was? Da muss ich denn dann hin, wenn ich zur Arbeit gehe? Der ist immer noch da. Das ist mein Auto. Zur Arbeit fahren. Ein Auto? Hier ist ein Luxus, glaube ich, ne? Andererseits wollte ich ja auch nicht im Auto fahren. Schon die Nachtschicht im Café, wo keine Sau auf den Straßen ist. Da hätte ich keinen Bock drauf. Wow, guck mal, das ist Starbucks-Logo, nur mit dem Chinchilla. Chillas Coffee. Und daher das Chilla? Von Chinchilla? Das wäre ja mal voll das... Puh, bei mir gerade. Wenn es Chinchilla ist, ich weiß es nicht. Offen, geschlossen Schild. Aber die Toilette ist hier genauso. Aber das ist wahrscheinlich so eine selbstreinigende Toilette auch noch. Oh, ganz viel Kaffee haben sie hier. Ist auch kein Schwein mehr da, ne? Was ist mit dem Kollegen, der mir die Schicht übergibt? Komm ich denn hinter die... Hier. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Mit Senpai! Oh, teach me Senpai! Er hat eine Maske auf. Mein Spind. Soll ich mich jetzt vor dem umziehen, oder was? Oh, VHS-Tapes. Tutorial-Videokassette für kalte Getränke, für heiße Getränke und für Essen. Privat. Hier. Geht mal mit Senpai. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Was? Funahashi Senpai, sei vorsichtig. Beim nächsten Mal werde ich es dem Manager erzählen. Es tut mir furchtbar leid. Senpai, ich werde verantwortungsvoller sein. Funahashi Senpai, das reicht aber nicht. Was mit der Tür? Sag mir, dass du dich nicht nochmal verspäten wirst. Hast du verstanden? Ja, Sir, Senpai, ich werde in Zukunft pünktlich sein. Außerdem hast du ein paar Bestellungen vermasselt, nicht wahr? Falls du Probleme mit einer Bestellung hast, gibt es Tutorial-Videos zum Ansehen für dich. Okay, schau sie mir an. Oh, noch etwas. Leg dein Handy in den Spind. Während der Arbeit wird nicht getextet. Ja, Sir. Guck mal die Tutorials an, bevor ich das jetzt mache. Für Essen. Was? Ihr Essen rausnehmen. Das war's schon. Einpacken. Und verkaufen. Geld kriegen und das war's. Das ist nicht schwer. Heiße Getränke. So. Man hat bestellt. Kaffee, Milch, aufschäumen, das ist kompliziert, und Deckel drauf, fertig. Okay, noch Kaltgetränke. Mache ich vor jeder Schicht übrigens, mir angucken, wie ich meinen Job zu tun habe. Vergesst immer alles so schnell. So, Kaltgetränk ist links. Was? Eis? Ach, hier so ein Frappuccino, ne? Ja, wie bei Starbucks eigentlich. Vom Zusehen so, ne, kann man das bestimmt irgendwie easy. Eis rein. Dann Sirup. Auf die Hand. Und das rein mit der Hand rum ein bisschen rumrühren. Letztlich. Plopp. Gut. Alles einfach, kriegen wir hin. So, jetzt erstmal mein Spind. Sachen. Autoschlüssel. Mein Handy. Was? Oh Gott. Chocolate Chip
Chillapuccino, zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensoße, Kakaopulver, Karamell, Chillapuccino, zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch, Karamellsirup, Vanilla, Chillapuccino, zerkleinertes Eis, Milch, Vanillesirup, Vanillepulver. Warum Sirup und Pulver? Und Matcha Chillapuccino, das wäre meiner. Zerkleinertes Eis, Milch, Matcha, Pulver, Schlagsahne. Ohne Sahne, bitte. Heiß, Filterkaffee, Latte mit aufgeschäumter Milch, Matcha-Latte, oh geil. Vanillesirup, aufgeschäumte Milch und Matcha-Pulver. White Mocha oder Matcha. Kaffee, aufgeschäumte Milch, weiße Schokoladensoße. Salted Caramel Matcha. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnuss-Sirup, Schokoladensoße. Mann, ist das kompliziert. Karamell Macchiato. Oder Macchiato, ja. Karamell, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Karamellsoße, Vanillalatte, Kaffee, aufgeschäumte Milch, Vanillesirup. Mann, ist das kompliziert. Ist das schon ein Kunde? Oh, da ist ja schon einer. Alter Gruselmann. Ja, was willst du denn? Was wollen sie? Takashi, haben Sie Chillas Coffee gesagt? Ich habe noch nie so einen schrecklichen, in so einem schrecklichen Laden war ich noch nie. Ich fühle mich unwohl. Etwas ist seltsam an diesem Ort. Meine Tochter ist ein Fan von diesem Café und jetzt bin ich hier. Jedoch, die Getränkeauswahl überlasse ich Ihnen. Oh, ich möchte zwei Getränke. Möchten Sie einen Latte und einen Kaffee? Oh, das geht in Ordnung. Es ist ja echt ungemütlich. Aber wie können Sie für so etwas solche Preise verlangen? Arschloch. Wo waren jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier die Bestellung. Zettel mit Bestellung. Nehmen wir uns erstmal einen Becher. Eisgetränkebecher. Kaffeemaschine. Milch. Was ist denn hier das? Hier, Milchkanne. So, jetzt sind wir hier. Ich bin so gut, ne? So, bitteschön. Zack. Zack. Ja. Ja, und jetzt? Hä? Mach doch. Kann ich sie nicht platzieren? Er wollte doch. Er wollte doch ein... Oh, jetzt ist der Senpai weg. Alter. Er wollte doch einen Kaffee und aufgeschäumt und eine Latte, oder? Ich bin total überfordert. Jetzt schon. Soll ich dir die Bestellung jetzt hintun? Gepäckregal. Eisbox. Riesen-Eisbox. Dein Kaffee. Was ist denn jetzt falsch? Da kann ich die Bestellung nicht platzieren. Nimm den Scheiß jetzt. Er will es nicht nehmen, ne?
Hä? Wo ist der Becher jetzt? Ah, das war's. Ach, so funktioniert's. Es ist total verwirrend. Ja, komm, hau ab, Takahashi. Keiner mag dich, Takahashi. Ich schmeiß mir von Milchkartons weg. Ah, den kaufe ich dir mal. So, hab ich gleich von jedem was dabei. Nee, scheiß drauf. Alles wegschmeißen. Ist ja sehr wirtschaftlich. Oh. Ich hab einfach mal rein teleportiert. Habt ihr das gesehen? Wie sie schon läuft. Gruselige Frau. Saran, haben Sie die Nachrichten gesehen? Es soll verstärkt Stalker geben. Was mit deinem Gesicht? Echt beängstigend. Eine Frau wie ich muss vorsichtig sein. Weil du so wunderschön bist, mit deinem komischen abgeknickten Gesicht. Alle Kerle starren mich immer so an, also... passen Sie auch auf sich auf. Nun, Sie müssen sich nicht so viele Sorgen machen wie ich, aber Sie sollten trotzdem auf der Hut sein. Einen dunklen Mocha Chip Chillapuccino, bitte. Einen dunklen... Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken hier. Eis, ne? Matcha? Nee, Mocha. Gott. Choco... Choco Latte Chip Chillapuccino. Meine Fresse. Wo ist es denn? Ja, Choco... Gekleidetes Eiscafé, Milch, Schokoladensoße und Kakaopulver. Gott. Ich nie auf die Reihe. Hey, na? Eis nehmen. Extra Becher. Das war's schon, okay. So, Becher platzieren. Eis. Karamellsirup, Mandelsirup, Vanillesirup. Wo ist denn die Schokoladensoße? Muss mal gucken. Kaffee, Milch, Schokoladensoße und Kakaopulver. Wie mache ich das mit dem Kaffee jetzt hier da? Ah ja. Milch. Milch. Schokoladensoße. Kakaopulver. Ist jetzt fertig? Ne, ist noch nicht fertig. Gab's nicht so ganz. Wie mache ich das mit dem Kakaopulver jetzt? Ach so. Ah. Haha. Ah, ja, ja. Das war falsch. Todesstrafe für uns. So, nochmal Kaltgetränkebecher. Also nochmal. Skleinertes Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensauce und Kakaopulver. Ist ja nicht so schwer. So. Ist das alles zusammen in den Mixer? Pass auf. Wie, Dettet? Was war da gerade falsch? Ich muss immer das Tutorial für Kaltgetränke gucken. Es ist unglaublich. So. Es ist aber ein Heißgetränkebecher. So, Kaltgetränke, Kaffee. Ah. Ah, okay. Zuerst das... So. Erst Eis. Hinstellen, dann Milch rein. Und das Eis. Schokoladensoße und dann Pulver. Muss es etwa alles genau in der Reihenfolge sein? Oh mein Gott.
So. Eis. Warte. Ah, jetzt stimmt's. Na toll. Setzt sich auch noch hin. Da schon wieder. Sind die aber schnell, die Leute. Das ist echt gruselig. Jetzt kommt auch noch eine Gruppe von Leuten. Oh mein Gott, was wollt ihr alle hier? Oh, wie die auch schon laufen. Guck mal. Kenta, einen Matcha-Kuchen bitte. Hör auf zu schubsen. Ein Salted Caramel Matcha. Dann nehme ich einen Matcha Cappuccino. Du schaffst deine Getränke nie. Lass uns eines teilen, Alter. Sicher, lass uns das machen. Ein Kürbiskuchen. Ich denke, ich nehme auch was zu essen. Du kannst zuerst bestellen. Ich nehme einen heißen Kakao. Heißer Kakao, dein Ernst? Ich bin momentan knapp bei Kasse. Das hättest du wenigstens sagen sollen. Komm, ich gebe dir einen aus. Was möchtest du trinken? Ja, aber... Nur raus damit, er hat mehr als genug Geld. Nein, das nicht, aber du kannst trotzdem bestellen, was du willst. Wenn das so ist, möchte ich ein White Matcha. Okay, auch was zu essen? Nein, nur was zu trinken. Ach komm schon, hol dir auch was zu essen. Aber, okay, amerikanische Waffeln. Waffeln. Danke, ihr beide. Was? Ein Matcha Cappuccino, Salted Caramel Matcha, ein White Matcha, Matcha Kuchen, Kürbiskuchen, eine amerikanische Waffel, einen Apfelkuchen. War das richtig? Wow! Unglaublich, dass sie sich das alles merken konnten. Wir werden warten. Wenn man erstmal so den Flow hat und amerikanische Waffeln. Hier keine amerikanischen Waffeln. Aha. Yeah. Yeah, ich bin voll der Pro. Raus schon wieder weg. Bye. Die vier Kerle sehen aus wie Studenten. Die haben alle dieselbe Uniform. Ja, cool. So läuft's im Kaffee-Business. Weißt du, was ich tue? Da sitzt er weg. Gerast. Da kommt sie schon wieder. Nee, ein anderes rotes Auto, das genauso aussieht. Oh Gott. Männer mit Trenchcoat, ist gefährlich. Asako, hier ist meine Bestellung. Eine Latte, okay. Bin ich voll der Profi mittlerweile hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Habe ich nicht noch einen Deckel? Ja. Bam. Und ich fresse noch einen Kuchen. Hey, ich bin ein Privatdetektiv. Ist Ihnen hier irgendwas Verdächtiges aufgefallen? In letzter Zeit haben sich Belästigungsfälle gehäuft. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht was gesehen haben. Rufen Sie mich an, wenn was passieren sollte. Versuchen Sie früher zu schließen, wenn Sie keinen Ärger wollen. Lass mir den Kuchen weg. Okay, danke für den Tipp. Lege den Boden. Plötzlich ist die Musik aus. Ah, Reinigungsutensilien, Besen. Toilettenreinigungsutensilien, Putzlappen. Ist denn der Boden dreckig? Schmutz. Warum haben die auf den Boden geschissen hier? Das sieht genau danach aus. Hier war doch gar niemand. Wie soll da was dreckig sein, wenn hier keiner gesessen hat? Aber an sich eigentlich voll chillig, der Beruf, ne? Guck mal, der Schatten vom Besen. Also klar, jetzt ist halt die Nachtschicht, ne? Ist vielleicht ein bisschen unheimlich, aber... Okay. Aber die Klappe zu lieber. Es ist dunkel. Ich sehe kaum noch was.
Bin ich der Stromkasten? Oh Gott. Das ist gruselig, was? Ausgefallene Milch? War hier jemand an der Milch? Und jetzt wird's unheimlich, ne? Oh, ich meine, so ganz alleine? Ist das schon echt gruselig hier? Senpai? Wo ist der Senpai? Der ist einfach verschwunden. Mein Spinnt, soll ich mal jemanden anrufen vielleicht? Handy, mein Autoschlüssel. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Ist hier so ein Drive-Thru oder was? Alter, die haben sogar so ein Drive-Thru, guck mal. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, gibt's das? Bei uns gibt's das? Sowas? Da ist ja noch mehr Milch. Wusste ich gar nicht, dass hier noch eine Milch ist. So. Gibt's hier sowas bei uns? So ein Drive-Thru für Kaffee? Habt ihr schon mal so ein Starbucks gesehen? Ich kenne das gar nicht. Los jetzt hier. Ach, da ist noch mehr Milch. Gruselig. Die ist ja nicht rausgefallen, die Milch. Die hat jemand. 11.15 Uhr. Oh, ich hab Gänsehaut, ne? Oh, dieser Stromausfall, der war schon nicht schön. Aber darf das sein, dass man alleine hier ist? Ich meine, man braucht doch immer noch einen Kollegen dazu, oder? Hä? Haben wir ein Schläfchen gemacht? Ach so, ach nee, das war 15.11. wahrscheinlich das Datum, oder? Keine Ahnung. Ja, auch ein erfülltes Leben. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das, was wir da verdienen, das ist nur Lebenszeit. Oh. Es sind ja generell bei Chiller's Art immer so ein bisschen so diese Momente, die einem so das Frösteln geben, ne? Muss ja nicht unbedingt Horror sein. Es kann auch so ein Typ sein, der da etwas rumcreept und sein Handy sucht. Selbst das ist schon irgendwie beunruhigend, finde ich. Ich sollte meine Sachen weglegen und mit Senpai reden. Also Senpai, ich habe kaum was in den Müll geworfen. Das ist doch echt bemerkenswert, oder? Hey, ernsthaft? Du bist schon wieder zu spät. Hast du verschlafen? Es tut mir so leid. Komm mal, sei! Nein, es tut dir nicht. Was? Nein, nicht. Es tut mir so leid. Du sollst gefälligst pünktlich sein. Das ist schon das zweite Mal. Entschuldigung. Etwas mehr Begeisterung würde dir gut tun, denkst du nicht? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich wecken kann? Sei nicht so streng, Senpai. Wenigstens die Türen zu machen. Ja, krass unhöflich sowas. Das ist mehr Comedy gerade als sonst was. Guck dich mal an, wie er da steht. Sieht auch nicht wie ein Japaner aus. Hier ist meine Bestellung. Wie bitte? Kaffee? American Scone Caramel Toffee, amerikanische Apfelkuchen und Waffel. Okay.
Hab's verstanden. Ah, hey, junge Frau. Vielen Dank. Haha, Sie sehen beeindruckt aus. Kein Grund, mein Japanisch zu loben. Ich lebe hier bereits seit mehr als 15 Jahren. Hey, junge Frau. Irgendwas stimmt mit diesem Ort nicht. Irgendwas hat dieser Laden. Vielleicht liegt es an dem Kerl da drüben. Hab mir wohl nur eingebildet, den Typ. Werden Sie möglicherweise von Geistern verfolgt? Nun, vielleicht werde ich das. Haha. Wie dem auch sei. Ich bin spät dran, also muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Jetzt nach hinten, oder was? Ich muss die Kunden bedienen. Da ist er wieder. So umgeknickt am Bordstein. Bordstein, die Beine gebrochen. Was, Milch? Er will einfach nur Milch im Becher. Komischer Dude. Ja, tschüss, ne? Kommt der nächste. Oh, das ist so unheimlich. Hi, Shoya, du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? Wollen Sie was bestellen? Dein Herz. Nicht mit der Frisur, mein Freund. Ich denke, ich richte mich nach deiner Empfehlung. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Wir können den für limitierte Zeit verfügbaren Double Chocolate Chilla-Puccino empfehlen. Verstehe. Was ist deine Handynummer? Ich sehe echt gut aus, nicht wahr? Da wird es mir auch die Sprache verschlagen. In dieser Gegend bin ich echt beliebt. Nee. Jetzt ist deine Chance. Mit Sternchen. Kontaktiere mich einfach, okay? Ich gebe mir eine falsche Handynummer. Nee, ich gebe... Stell den... Ja... Wie bist du denn drauf? Das wirst du bereuen, ich gehe nach Hause. Geh weg. Dieser komischen Frisur kommst du eh nicht bei mir an. Creep. Was für ein komischer Creep, was? Da ist irgendwas explodiert. Bring den Müll raus und mach die Tische sauber. Alles auf einmal. Putzlappen. Ich schmeiß den Müll in die Tonnen hier. Was für ein Müll, bitte? Was fällt dir da so langsam? Gott. Und ein Creeps. Wie das Auto fährt. Wie sich einfach dreht wie so ein Panzer. Oh nein, was ist das? Foto? Er hat ein Foto von uns gemacht. 27.11. Oh, ist das creepy, Mann. Wie kann man sowas machen? Das ist doch total krank. Könntest du nicht einfach eine fremde Frau fotografieren? In mein Gesicht fotografieren? Haben sie mir gerade in mein Gesicht fotografiert? Geht aber nicht. Boah, ich find's halt, wie gesagt, also nicht nur, weil wir eine Frau sind, generell.
Also auch als Mann fände ich das creepy. Pass sie doch auf, wo sie hingehen. Ja. Jesus, die Jugend von heute. The fuck? Das Kind nackt. Ja, freue ich mich auf die Arbeit zu fahren hier. Ein wunderschöner Job. Jetzt los. Ach, das ist der Stalker. Ich dachte, wir sind schon längst da, aber der beobachtet uns, wie wir wegfahren. Oh, das finde ich so creepy, ne? Ich könnte jetzt auspacken, dass ich auch schon mal einen Stalker hatte hier auf YouTube. Oder schon zwei, meine ich, ne? Das ist nicht schön. Also, die haben auch damals meiner Frau gedroht. Der eine, ne? Also, krank solche Leute. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Oh, ich bin schon da. Das ist noch Sequenz. Ich kann mir gar nicht so vorstellen, was bei denen im Kopf vorgeht. Wenn sie dir irgendwann anfangen, erst so immer mehr Komplimente zu geben und dann so, ja, ich will dich unbedingt mal treffen. Hier hast du einen halben Liter von meinem Blut. Wäre dich schön, wenn du dich damit einschmierst oder so, weißt du, so Sachen. Nee, das war jetzt übertrieben, aber irgendwann werden die halt so aufdringlich. Es ist so super gruselig. Wo ist Senpai? Senpai? Heute ist deine erste Schlussschicht. Ich habe eine Frage. Kommen nachts seltsame Kunden? Das musst du doch wissen eigentlich. Ja, manchmal schon. Lass dich von ihnen nicht ablenken. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Es gibt eine Menge zu tun. Ich fürchte, jemand stalkt mich. Haha, du willst mir weismachen, dass jemand einer wie dir interessiert ist. Wow. Ich komme dir zur Hilfe geflogen, wenn was passiert. Haha. Komm, das Arschloch. Es hört so jetzt. Das ist so. Oh, da werde ich sauer, ne? Oh Gott. Junggesellenabschied. Mit den komischen Knickhälsen wieder. Sorry, ich gehe auf die Toilette. Kannst du einen Macchiato für mich bestellen? Okay. Ich nehme eine Zimtschnecke, Churros und einen Becher Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Du willst so viel essen? Lass sie doch. Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Und auch noch Body-Shaming. Hä? Seid ihr getrennt? Zusammen ist okay. Ich nehme einen Matcha Chillapuccino. Was? Ein Chillapuccino? Das kann nicht denn ernst sein. Hast du eine Ahnung, wie kalt es ist? Ich werde es überleben. Oh, was wollte Mari nochmal? Wollte sie nicht einen Macchiato? Du meinst Chillapuccino. Sie wird sich noch erkälten. Nein, wird sie nicht. Weißt du, mir wird es nichts ausmachen, aber Mari schon. Hm. Du hast nicht mitbekommen, was ich vorhin gesagt habe, oder? Was mitbekommen? Ein Caramel Macchiato, heiß bitte. Alles klar, ein heißer Caramel Macchiato. So. Das war's. Ich hab's voll drauf. Aber voll. Stimmt, hat die das ganze Klo zugeschissen. Wenn sie jetzt aufs Klo geht, dann muss ich das später putzen. Danke, ich zahl's dir jetzt zurück. Hört sich an wie eine Drohung. Oh, danke. Okay. Kommen noch mehr komische Typen. Wer ranwackelt. Brrr, brrr. Oh, du siehst gruselig aus. Der Typ beim Bus sah echt gut aus. Was? Zum Glück ist er aber komisch aus. Zum Glück ist er aber anders hingegangen. Wer weiß, vielleicht hätte er uns ja was angetan. Entschuldigen Sie, Sir, ich will erst der Unterhaltung lauschen. Yep, aber wisst ihr was? Sah er nicht auch gefährlich aus? Ihr wisst schon, der Typ draußen. Ah, ich konnte ihn meilenweit atmen hören. So wie er mich ansah, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Sag mal. Geht's hier nur um Stalker? Ist er doch da? Wenn er mich entführt. Was, wenn er mich entführt? Gruselig. Ja. Keine Sorge, dich will keiner entführen. Ist alle so nett zueinander. Die Leute. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Sind die Japaner so biestig miteinander? Aber mal Spaß beiseite, sollten wir nicht der Polizei Bescheid geben oder so? Ah, nun ja, eigentlich hat er nichts gemacht. Außerdem will ich nicht in irgendwas Unheimliches verwickelt werden.
Du hast recht. Er ist aber sehr geduldig dafür, dass ich ihn nicht anspreche. Vielleicht ist er einfach nur irgendein Spinner. Latte bitte. Ein Latte, das macht 370 Yen. 370 Yen, also 4, 5, 6, 7 und einmal 100 Yen. 1, 2, hoch. 2x 100 Yen, das macht 270. Ich habe nicht genug. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ich zahle den Rest. Was? Akira. Aber sei stets ein barmherziger Samariter, hat mir mein Vater immer gesagt. Es ist kalt heute, holen Sie sich also was Warmes, ja? Jemanden wie mich? Nicht der Rede wert. Gott sei Dank. Ach übrigens, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein? Verstehe, dann wird Ihnen nichts passieren. Was soll das denn? Warum spricht er... Was sollte das denn? Ja, genau. Keine Ahnung. Muss der Stress der Armut sein. Armer Kerl. Haha, kapiert. Entschuldigung. Ich nehme einen Vanillalatte. Was ist los mit den Leuten? Alle gestört hier, die Leute. So, und tschüss, ihr beiden. Erstmal in den Tisch setzen. Wo ist denn der Creep jetzt hin? Also ich meine, kommt der nochmal? Ich muss die Kunden bedienen, ja. Bye. Ich geh schon wieder von alleine zu. Keiner da. Bam, die Tische sind schon wieder explodiert, habt ihr das gesehen? Jetzt ist wieder irgendwo ein Foto aufgetaucht. Die Toilette ist nicht dreckig, oder was? Ah. Guck mal, die hatten alle nur einen Kaffee. Was ist aus dem Ding geworden, dass man eigentlich den Tisch aufräumt selber und das Zeug selber wegschmeißt? Ich kenne das nur so. Als hätten jeder 5 Kaffee gesoffen. Schneit. Was kommt denn da so? Unheimlich. Oh mein Gott. Gruseliger Text. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal trafen, ja, bei Chillas. Da hat sie mich angelächelt, wie eine Blume. Nur an sie zu denken, lässt mein Herz schneller schlagen. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich frage mich, ob sie auch anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, so wie es bei mir tut. Oh mein Gott, ist das creepy. 5.12. Oh, ist das unheimlich. Ey, sowas meine ich, so Botschaften. Irgendwelche krassen Mails, was? Warum ist das aufgespießt mit einem Schraubendreher? Ich kenne das halt selber leider, ne? Also, ist nicht schön. Du kommst dir halt echt beschissen vor, weil das ist dann so eine Hilflosigkeit. Du weißt nicht, was die Person von dir will. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut. Und jetzt auch noch bis nach Hause. Das ist... Oh. Oh, das gibt mir total die Creeps gerade. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater, aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste, sie fühlt genauso, wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Oh, ist das scheiße. Oh, ist das scheiße. Oh, das ist der Typ hier vom Anfang.
die Polizei rufen. Sagen, da treibt sich so ein komischer Typ hier auf dem Gelände rum und verfolgt mich und schreibt mir gruselige Nachrichten. Ist er wieder in seinem... Guck mal, das ist wieder sein Auto. Es aussieht, das sieht aus wie so ein Spielzeugauto. So klein ist das. Oh Mann, ey. Was? Hä? Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Klasse. Wird immer besser. Wahrscheinlich hat der Typ das manipuliert, hä? Es hat auch nichts los hier nachts. Guck mal, das ist keine Menschenseele. Super creepy. Was ist denn für eine Straße? Die hört einfach auf. Oh Mann. Mann, Mann, Mann. Ah, mir kitzelt's überall auf einmal. Ist hier ein Bus mit uns vielleicht? Dann nicht. Kriegt sie Herzklopfen? Ja, das ist doch nicht der Typ. Was guckst du so? Auch noch so lange, so unheimlich. So, ah. Ja, natürlich ist sie jetzt total paranoid. Ich meine, nach solchen Nachrichten. Was war das denn? Ist doch gar keiner. Meine Haltestelle? Was ist das denn? Über diese Dinger. Ach, das ist Deko. Ich dachte eben, das ist unser Auto. Warum steht das hier? Komonasai, Senpai. Ich sollte meine Sachen weglegen mit Senpai. Ja, ja. Was ist der Senpai? Senpai ist nicht da. Senpai. Das ist ja der Senpai. Der Böse. Hä? Oh. Ah! Gott scheiße, hast du mich erschrocken? Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Gott verdammt. Gehst da mit Schürze, ne? Mach dich an die Arbeit. Aber wie er schreit, ne? Oh, komm, und wie er auch wegrennt. Ah, es war ein bisschen laut in meinem Ohr gerade. Oh, was ist das? So ein Riese. Hallo, Mr. Giant. Der mich auch anguckt. Ja, und jetzt? Hier ist kein Service am Tisch, ne? Jetzt kommen aber nur noch solche Creeps hier rein. Behau den mit dem Besen jetzt. Ach hier. Hallo. Lass jetzt bitte gehen. Kommen schon wieder welche. Leg doch mal den Besen zurück, bitte. Renn ich jetzt die ganze Zeit im Besen rum, das ist meine Verteidigungswaffe. Oh, die feine Frau. Oh la la, Madame. Ich hätte gern einen Matcha-Latte. Piss dich, ja. Und eine von diesen Waffeln nehme ich auch. Ein Matcha-Latte und eine Waffel. Genau, der Matcha-Latte und die Waffel hier sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sie anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sind Sie alleine? Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten.
Dieses Rosenkranzarmband soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für nur 9.900 Yen. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe sowieso eine ganze Menge. Heutzutage kann man kinderleicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Sie wollte es das Ding schenken für 9.900 Yen. Warum nicht? Der Creep, zum Glück ist er weg. Oh, sie hat mir den Rosenkranz gegeben. Rosenkranzarmband. Ja. Warum nicht? Ist ja nett. Ist ja nett gemeint, ne? Also. Kann man mal machen. Mal annehmen. Und dann fährt sie erst so mit 200 km/h vom Parkplatz runter. Instant. Oh nein. Okay. Ich dachte, da kommt der Bus wieder vorbei. Ich wette, am Ende tötet er uns oder sowas. Setz den Stock im Hintern. Was ist los? Idol. Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model bist oder so? Nee, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung. Entschuldige, aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe. Mir egal, wenn du es bereust. Ich nehme einen Salted Caramel Matcha, bitte. Bitteschön, auf Wiedersehen. Arigato. Wie sie läuft, ey. Und jetzt, Achtung, rum. Ein bisschen Angst. Ist der Oberkörper frei? Momentado. Hey, hey, es ist echt heiß heute. Ich nehme einen Karamell-Cappuccino. Entschuldigen Sie, Sir, Sie mich, Sir. Könnten Sie sich was anziehen und keine Szene machen? Ey, komm schon, ich bleib nicht lange. Nein, das ist nicht legal. Junge Frau, Sie wissen sicher eine Menge über Gesetze und so, aber ich bin ein Mann, richtig? Solange es also nur der Oberkörper ist, soll das doch in Ordnung sein. Soll ich jetzt auf Deutsch machen? Strafgesetzbuch, Artikel 174. Meinen Sie das ernst? Soll ich die Polizei rufen? Ich mach das. Die Polizei? Hä? Dann gehe ich jetzt nach Hause, aber ich werde bald wiederkommen. Alter. Hat sie doch nicht alle. Sind wir hier bei den... Wo sind wir denn hier gelandet, sag mal? Jetzt mal ohne Spaß. Sind die alle verrückt? Elders ist durch den Schnee wahrscheinlich. Meine Güte, ey. Da weißt du gar nicht, wer jetzt der Schlimme von denen ist. Auch keine selbstreinigende Toilette. Toilettenpapier ist alle. Ich habe immer noch meinen Besen, ne? Den kann ich ja nicht mehr zurückstellen, so wie es aussieht. Ist denn hier das Toilettenpapier? Ach da. Gleich alles. Wir füllen alles auf. Wie so ein Trommelmagazin. So prr prr prr. Denn noch? Was? Oh Gott. Oh Gott, die Augen. Willst du eine Latte? Gib dir eine Latte. 8 Sekunden nur noch.
Natürlich noch eine Latte. Los hier bitte. Alter. 9 Uhr. Die steht abends um 9 Uhr auf, oder was? Oh, ist das unheimlich, oder? Boah. 17.12. Ufts, ufts. Okay. Die kommt sich irgendwie beobachtet vor, kann das sein, weil sie die ganze Zeit... Oh, ist das unheimlich, Mensch. Bald Schnee. Creepy. Frag mich ja, was sie verdient. Wie kann sie mit so einem Job dann so ein Auto finanzieren? Vor allem war es ja auch kaputt jetzt erst. Offensichtlich kein Problem. Lass mich raten, mit Senpai reden. Boah, das ist gefährlich ein bisschen, wenn das runterkracht, der Schnee. Senpai. Kam Dieb schon im Spind? Ach, er wieder, der Privatdetektiv, ne? Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich um nichts, um die Arbeit zu sparen. Um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mich mal umsehen, ob ich was finden kann. Danke. Herr Detektiv. Ihr Jumpsuits. Guck mal, die Damen hier. Zarte Caramel Mocha ist hier einfach köstlich. Du wirst ihn lieben, Senpai. Okay, da probiere ich es. Einen Salted Caramel Mocha. Ich nehme einen dunklen Mocha Chip Chilapuccino. Sumi, möchtest du keinen Salted Caramel Mocha? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist das also. Aber ein Chilapuccino an einem Tag wie diesem? Du bist noch so jung. Weil er so lecker ist. Wie möchten Sie die Rechnung bezahlen? Oh, gibt es heute ein Fotoshooting oder sowas? Schreibt eine Zeitung über das Café? Nein, glaube ich nicht. Warum? Was? Ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Hä? Hat der Fotos vom Café gemacht? Ja, vom Café und von Ihnen. Mist. Hätte mein Make-up machen sollen. Haha, na, wovon redest du? Entschuldigen Sie, wir zahlen zusammen. Die Getränke gehen auf mich. Was? Bist du dir sicher? Vielen lieben Dank, Senpai. Ich bin letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch. Jetzt, wo er zur Schule geht, hat sich seine Laune gebessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine guten Erinnerungen an diese Zeit, als ich in seinem Alter war. Warte mal, nochmal Salted Caramel Mocha. Da trinken sie ja oft eine Kaffee, Milch, Sirup, Schokosauce. Was für eine Musik. Also dieses... Und Chocolate Chip Chilapuccino. Was ist er denn? Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensauce, Kakao.
echt nicht schön, dieses Geräusch. Ja. Hallo? Was? Chocolate Chip Chillapuccino. Eis, Kaffee, Milch, Schokoladensauce, Kakaopulver. Was war denn jetzt falsch dran? Ich mach's mal genauso, wie die Reihenfolge jetzt mir sagt. Oh. Schmeiß mal den Mixer weg. Einfach so den Mixbecher. So. Ach, warte mal, Milch. Keine aufgeschäumte Milch, ne? Ach scheiße, ich habe aufgeschäumte Milch genommen. Das war der Fehler. Entschuldigung. Gibt's ja auch nichts, ne? Kakaopulver. So. Hallo? Nehmt immer den falschen Deckel oder was? So, auf Wiedersehen. Bye. Wir wollen alle laufen hier. Sag mal, jetzt passiert die ganze Zeit gar nichts. Es ist so ein bisschen belanglos. Ist er das wieder mit seinem Transporter? Das ist die Frau mit dem Kinderwagen. Die hat bestimmt erstmal so einen doppelten Mocker für ihr Kind. Um die Zeit bist du mit deinem Kind unterwegs. Oh, das Kind ist gar nicht dabei. Komische Frau. Was lief denn hier die ganze Zeit? The Legend of Schnief. Ja. Was ist los? Wie. Die lässt sich aber ein bisschen Zeit, die Frau. Komm. Los, komm jetzt. Bin heiß drauf, Kaffee zu machen. Ha. Das ist seltsam. Ma'am? Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Das ist... süße rote Bohnen und Butterbrot. Ob das gut schmeckt, ich weiß ja nicht. Auf Wiedersehen. Hey! Reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Ah, warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Das könnte ein Detektiv sein. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. War vielleicht meine Einbildung. Wie dem auch sei, mein Getränk bitte. Hallo? Ist doch raus. Das Dach hier hinten, die Tür vielleicht? Nee. Die Leiter, um das Dach zu überprüfen. Ach hier. Okay, ja. Wie kommt da jemand hoch, bitte, ohne Leiter? Oh mein Gott, ist hier jemand eingestiegen?
Creepy. Was? Milch? Banane? Ach, das war der Typ. Das war das, was wir gesehen haben mit dem Schraubendreher. Ich muss das Café schließen, schnell. Was? Barcode-Scanner? Was? Das muss ich auch noch machen? Wie wär's, du schließt das Ding einfach. Jetzt? Was ich denn noch machen? Muss ich das Zeug in die Kühltruhe hinten oder was? Nein. Sind das Fotos von mir? Was mache ich damit mit dem Essen? Meine Sachen. Hä? Ach, ich muss das wegwerfen. Wow. Wiedersehen. Die Polizei irgendwie anrufen? Jetzt. Ich mit der Leiter? Ja. Das ist besser. Hoffe ich. Mit den Steinen machen. Hier irgendwas einwerfen? Was ist jetzt mit dem Stein? Ach hier. Gott. Was dauert das so lang? Oh, ich hab Schiss, der kommt. Mach schon. Ah, oh, sie braucht so ewig.
Da liegt ja jemand. Der Detektiv ist tot. Alter. Oh nein. Der ist jetzt im Auto bei uns, oder? Was? Oh, ich hab's gewusst, der sitzt auf dem Rücksitz oder im Kofferraum oder sich versteckt. Na geil, ey. Nochmal alles. So Leute, ich muss mal ein bisschen gucken online. Ich hab's nicht rausgefunden, wie es geht. So, man darf nämlich nicht durch den Luftschacht nach draußen klettern, was erst offensichtlich erscheint, sondern man muss auf das Dach sich einen Ziegelstein nehmen und jetzt steht er hier unten mit einer Eisenstange. Und jetzt lassen wir eben den Stein auf den Kopf fallen. Das war saftig. Er zuckt noch. Boah, ist das unangenehm. Also, dass dieser Typ da unten auf uns gewartet hat. Wieso? Wieso? Richtig hart unangenehm. Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwie reinkommen und mich töten, wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse. Er sah furchterregend aus. Ich kannte ihn nicht mal. Warum hat er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist. Und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da. Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich solle den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Tatort untersuchen gegangen. Es ist vorbei. Nachdem, was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause erholen. Boah, er lebt noch, ne? Geht's noch weiter oder ist jetzt fertig? Der Typ lebt noch, hundertprozentig. So, nicht vorbei. Dem Kabel stimmt wieder was nicht. Ich sollte den Besitzer anrufen. War so eine super frisch gebrühte Tasse Kaffee, ne? Hä? Wo ist mein Handy? Oh, Leute, ich sag euch. Ich habe keine Zehen mehr am rechten Fuß, die sind abgefroren in der Nachtschicht. Weil draußen ist recht laut. Ist das unser Handy da unten am Auto? Das ist wieder dieser Van da, dieser kleine Bus von dem Psycho, ne? Er wird uns jetzt umbringen. Oh, das ist so richtig unangenehm, ne? Ich hab gar keinen Bock drauf. Jumpscare gleich 3, 2, 1. Nee. Oh, ich würde die Polizei rufen. Das ist schon viel zu... Weißt du, das Handy landet sich einfach irgendwo im Hof da unten. Also komm. Ruf die Polizei und sagt, der Typ ist in der Nähe. Die sollen die Wohnung durchsuchen, den Komplex außenrum alles. Oh, der ist schon in der Wohnung, ne? Oh ja, der Schrank. Oh, oh. Oh, ist das unangenehm. Also wie gesagt, wenn ihr vielleicht auch schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht habt, ich finde das ganz furchtbar, ne?
geht nicht nachts alleine raus oder versucht halt, dass ihr immer in Gesellschaft seid, je nachdem. Ist ja egal, ob ihr Mann oder Frau seid, ne? Es gibt... Also alleine die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die so gewaltbereit sind, dass sie einen zusammenschlagen wollen oder halt sexuelle übergriffig werden wollen. Oh, scheiße. Ich will gar nicht drüber nachdenken, ne? Wird mir nie einfallen. Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol, aber selbst wenn ich... Oh, guck mal, Gronkh. Selbst wenn ich mal betrunken war, früher, als ich noch getrunken habe, ich wurde nie gewalttätig. Bei mir war es immer das Gegenteil. Ich wurde immer mehr so... Ich wollte immer ein bisschen... War immer so ein bisschen kuschelig dann. Und war nett. Aber ich war nie gewalt... Also ich kann es nicht verstehen. Und vor allem sowas da, diese Besessenheit von jemandem. Dass man dann auch bereit ist, jemanden umzubringen, wenn er nicht die Gefühle erwidert. Ist halt eine Krankheit, ne? Muss man... Ja. Krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat mich jetzt extrem verstört. Und im Endeffekt hat er uns doch noch bekommen. Und das war das gute Ende, wollte ich sagen. Also das andere war ja das Schlechte, wo er im Auto auf uns wartet. Ah, furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Afrika-Team hat's auf Koreanisch. Okay. Und Niklas hat's auf Deutsch. Sehr gut, Niklas. Gar nicht mal so schlecht. Von Japanisch auf Deutsch? Naja. Wenn du es gemocht hast, das Spiel, dann lass eine Review da. Danke fürs Spielen. Ja, wie gesagt, Chiller's Art, sehr nettes Spiel eigentlich immer. Beleuchtet immer so ganz viele Facetten der Angst. Meistens halt so ein bisschen Isolation oder Einsamkeit und dann ist man halt angreifbar, ne, und so Sachen. Oder halt irgendwelche, wo du ausgeliefert bist als Dienstleister. Auch sehr krass immer, wenn du überlegst. Ich wollte irgendwie nicht in der Dienstleistung sein in Japan. Wenn da sowas passiert ständig. Nein, ist ja nur ein Spiel. So Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich bin der Bruger und ja, viel Spaß beim Gruseln weiterhin. Es kommen jetzt wieder mehr Horrorspiele. Yay, ich freue mich drauf. Macht es gut, auf Wiedersehen.